Okay, komm, passt. Gib mir einfach mein Geld und ich will hier weg. Das ist ein Hund. Komm. Mensch, ich pass schon auf dich, keine Angst. Guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir. Mir geht es ein bisschen... Jetzt geht es mir etwas besser. Warum es mir jetzt ein bisschen schlecht geht, das hat mit dem Gebäude hinter mir zu tun. Aber dazu kommen wir gleich. Also, kommen wir zum Thema. Mein Tag heute war eigentlich ganz entspannt geplant, ja? Ich wach dann auf, wenn ich aufwach. So gegen 10:30, würde ich behaupten. Lockdown-Lifestyle, sein Vater. Arbeite dann vielleicht kurz davor noch was. Hab das letzte Video geschnitten. Ganz entspannt, Digga. Dachte mir dann, komm, um 2 setz dich auf dein Baba-Bike, fährst ein bisschen rum und du musst eh noch zur Bank, weil du Geld abheben willst vom Sparkonto. Weil ich Geld auf dem Sparkonto habe, was komplett unnötig ist, weil ich eh 0% Zinsen bekomme. Keine Ahnung, warum ich da Geld drauf schicke die ganze Zeit. Sollte ich eigentlich abbrechen. Aber ich habe halt dieses Handsparen drauf und das heißt, es wird immer ein bisschen was überwiesen und das summiert sich halt. Naja, darum geht es auch gar nicht so viel. Es geht mehr darum, ich kann von diesem Konto nur abheben, wenn ich zum Schalter gehe. Warum? Kein Plan, Digga. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht mit meiner Karte einfach so Geld abheben kann davon. Es geht einfach nicht. Gut, nicht schlimm. Gehe ich halt zum Schalter. Habe ich halt am Tag gefühlt nur 6 Stunden Zeit. Da, wo eigentlich normal jeder arbeitet, zu diesen Zeiten kann ich Geld von meinem Sparkonto abheben. Ist nicht schlimm. Das kriege ich noch irgendwie hin. Dann bin ich hingegangen zu meiner Bank. Zu der einen Bank, die bei mir in der Nähe ist, weil die ja gefühlt alle Filialen schließen, ne? Dann komme ich da an, gehe ich da hin, zum Schalter. Schalter ist geschlossen, Kassensystem funktioniert nicht. Dachte ich mir so, super. Super, Digga, was ist, wenn ich jetzt das Geld ganz dringend bräuchte, habe ich einfach Pech gehabt. So, Digga, hoff einfach, dass du morgen Geld abheben kannst. So, dein Geld, was dir gehört, hast keinen Zugriff drauf. Digga, wo sind wir? Gut. Ich brauche das Geld nicht so dringend, aber hey, ich habe Zeit. Es gibt noch eine weitere Bank, die offen hat. Da könnte ich vielleicht probieren. Komme ich bei der nächsten Filiale an, gehe ich zum Schalter, zur netten Dame. Hallo, ich würde gern Geld von meinem Sparkonto abheben. Ja, kein Problem. Super. Ich dachte damit, Hammers. Tag ist doch noch gerettet. Gebe ich ihr meine Karte, zieht sie alles durch. Können sie sich ausweisen? Nee, ich habe nur einen Führerschein dabei. Ja. Geben Sie den mal her. Führerschein angeschaut. In Zukunft bitte einen Ausweis mitführen, weil könnte ja sein, dass nicht Sie der Inhaber sind. So, ja, ist ja nicht so, dass auf dem Führerschein mein Gesicht drauf ist, aber ich verstehe, was Sie meinen. Führerschein ist kein so Dokument, was als Identifikation zählt, obwohl man das eigentlich, meiner Meinung nach, sollte es eigentlich schon gelten, aber ich verstehe das voll und ganz, was die Frau da meint. Es geht halt nicht, ist rechtlich so, passt. Gut, ja, tut mir leid, merke ich mir für Zukunft. Wie viel Geld wollen Sie denn haben? Sagt alles, was drauf ist, irgendwie ein bisschen was und ein paar zerquetschte. Das kann ich nicht machen. Ich so, okay, wie viel können Sie denn machen? Ja, es müssen immer mindestens 50 Euro auf dem Sparkonto sein. Warum? Ja, das ist Policy, was weiß ich was. Okay, komm, passt. Gib mir einfach mein Geld und ich will hier weg. So, jetzt will ich eigentlich raus. Jetzt habe ich eigentlich mein Geld minus 50 Euro, weil, was weiß ich, die wollen halt 50 Euro von mir behalten, was mir gehört auf meinem Konto ist. Alles klar, Digga. Muss man nicht verstehen, aber passt. Und diese 50 Euro stecken jetzt wahrscheinlich für immer da fest, weil ich kann sie ja nicht abheben. Und ich kann nicht mein Geld von meinem Sparkonto auf mein Hauptkonto überweisen. Es geht einfach nicht. Ich habe vollen Zugriff aufs Sparkonto, ich kann schauen, wie viel Geld da ist. Ich habe Kontoauszüge dafür, ich kann Geld aufs Sparkonto überweisen, aber nicht andersrum. Was ist das? Was ist das für eine Drecksbank, wo ich bin? Jetzt verstehe ich auch meinen alten Chef, dass der gesagt hat, Dani, wenn Anfang des Monats ist das Erste, was ich mache, ich gehe zum Bankschalter und ich hebe alles ab vom Konto. Ich lasse nur 60 Euro drauf für mein Handy und Vertrag und das war's. Bro, ich verstehe ihn voll und ganz. Ich fühle das gerade richtig, was er gemacht hat. Ich war auch kurz davor, zum Automaten zu gehen und da auch mein ganzes Geld wieder mitzunehmen, Digga. Weil ich mir so denke, ich lasse euch kein Geld von mir da. So, ich habe ja nicht mal anständig Zugriff drauf. Muss mir da ultra den Act machen, um auf mein Geld zugreifen zu können. Und krieg da nicht mal alles. Aber ja, ansonsten ist eigentlich alles soweit okay. Ist immer noch schönes Wetter. Es soll jetzt so einen Tag spontan einfach anfangen zu regnen. Alles klar, Digga. Die Woche ist sonnig, bisschen bewölkt. Und dann
plötzlich ein Tag Regen. Könnte aber auch sein, dass das wieder die Apple-Vorhersage ist, die halt auch kompletter Müll ist. Die haben auch gesagt, als ich heute aufgestanden bin, dass es nebelig ist. Ich habe rausgeschaut, die Sonne hat mich angestrahlt. Sie hat gestrahlt, Junge, man könnte wörtlich sagen... Die Sonne lacht! Freunde, die Sonne lacht! Schandtaler Höhe. Das ist so ein Ort, den kennt man als Münchner. Vom Namen her, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich glaube, ich bin in der Nähe von der Potschi-Straße und sowas, da wo ich damals zur Schule gegangen bin. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Ich habe zumindest dem Schild Richtung Zentrum gefolgt. Mann, Digga, jetzt hält er hier nicht an. Mann, oh! Da ist ein Hund! Wow, wow, wow! Wow, 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 wow. Jetzt tut mein Hals weh. Da Fahrschule, hat sie Prüfung? Digga, warum hat der eine Fahrschule offen und meine nicht? Ich muss da anrufen. Ich muss da anrufen oder vorbeischauen, ob die Fahrschule geöffnet ist oder nicht. Nicht, dass die Fahrschule die ganze Zeit schon offen hat und ich einfach zu dumm war, anzurufen oder irgendwie einen Termin zu machen, damit ich endlich mal fahren kann. Digga, das wäre schon echt heftig bitter, ohne Spaß. Wo bin ich, Mann? Ich habe null Ahnung. Ich glaube, ich entferne mich immer mehr von der Stadt. Ich könnte aber auch falsch liegen. Ich bin auf jeden Fall bei der Nähe vom Ring. Wo genau ich bin, habe ich immer noch keine Ahnung. Ah, ich bin da bei Mercedes und sowas angekommen. Ich habe heute aber noch nicht so viele Bikes gesehen wie gestern. Ein paar halten sich noch bedeckt von uns. Aber ich glaube, die meisten Saisonkennzeichen fangen auch erst ab März an. Von daher, am 1. März wird es abgehen, denke ich. Hoffe ich. Mal schauen. Das ist ein Hund. Hundi. Der hat so ein weißes Auge. Was heißt denn das? Immer wenn ich hier am Arnulfburg vorbei, verändere ich mich. Ich habe damals da ganz oben... Also da, wo diese riesige Terrasse noch ist, habe ich ein Praktikum gemacht wegen dem Ausbildungsplatz. Ich glaube, einen Monat ging das Praktikum. Nach zwei Wochen hatte ich keinen Bock und ich bin einfach nicht hingegangen. Und es wäre sogar echt wahrscheinlich gewesen, dass sie mich übernommen hätten, hat mir die eine dann gesagt. Wäre ich halt einfach nur weiter zur Arbeit gekommen. Das ist schon ziemlich bitter, Jungs. Aber die Firma, bei der ich angefangen hätte, gibt es heutzutage eh nicht mehr. Ich glaube, die haben vor ein paar Jahren zumachen müssen oder so. Von daher ist es vielleicht besser. So, wie es passiert ist. Oh nein, der will hier rechts links rein. Oder? Du willst auch links zur Brauerei, ne? Ja, genau. Komm, komm mal. Mensch, ich pass schon auf dich, keine Angst. Und bei dem war ich mir gerade echt unsicher, ob der nach links abbiegen wollte oder stehen bleiben wollte oder geradeaus. Deswegen dachte ich mir so, nee, komm, bleib lieber selber stehen. Mir fällt gerade ein, ich bin echt dumm irgendwie. Ich habe ja gesagt, heute sind irgendwie weniger Bikes unterwegs als gestern. Das könnte vielleicht damit zusammenliegen, dass gestern einfach Sonntag war. Ja, manchmal, da denke ich mir auch so, Dani, du bist schon Genie. Habe ich Bock zu was? Oh Mann, ich wollte nicht warten. Immer wenn ich filtern will, sagen die Ampelgötter, nein, jetzt werden wir grün. Komm, wird grün, wird grün, komm. Komm, ja. Yay. Digga, hier wurde auch ein Fahrradweg gemacht. Und vorne ist ganz zu. Was geht hier ab? Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne fahren müsste, habe ich einfach Pech gehabt aktuell. Ich will doch nur nach Hause. Ah. Egal. Fang geh mal nicht nach Hause. Mein Gott, haben wir halt Pech gehabt. Jo. Da ist ein fettes Tor. Digga, ich war echt lange nicht mehr im Hauptbahnhof. Was sind denn das für Tunnel, die hier gebaut werden, Mann? Ah, das ist für die Stammstrecke. Ah, damit die LKWs da wahrscheinlich reinfahren oder sowas. Übrigens, da hinten irgendwo ist Abdallah geküsst sein seine Augen. Naja, YouTube, hau mal rein. Ich hole mir jetzt was zu essen, ne? Dann gehe ich nach Hause, dann esse ich was, dann schaue ich mal. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Mein kleiner Rant über... meine so tolle Bank und ansonsten, was auch immer passiert ist. Ihr wisst, Kurzzeit Gamestars on Fleek. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist in diesem Video. Aber ja, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, 5 Fake-Accounts machen, genau das gleiche mit denen auch machen. Ah, ich küsse eure Augen, genießt das schöne Wetter, bis zum nächsten Mal. Yalla.